Hallo ihr fantastischen Leute, willkommen zurück zu einer neuen Top 10 Folge und in diesem Fall ist es eher eine Flop 10 Folge. Der Game Boy, wunderbares System, es gibt so viele schöne Spiele dafür, aber es gibt natürlich mehrere hundert Spiele und da ist natürlich auch einiges so ziemlicher Mist dabei. Ja, diese Top 10 Liste zeigt euch die schlechtesten Spiele für das System. Folgende Regeln dafür: Ich habe zur Grundlage die Liste von GameFAQ genommen, da können die User bewerten, welche Spiele so am miesesten sind. Metacritic oder ähnliches fällt leider raus, die haben den klassischen Game Boy leider nicht irgendwie als großes System gelistet, dass man das danach filtern könnte. Ja, und zwar gibt es zwar natürlich auch andere schlechte Gameboy-Spiele, aber ich habe jetzt die Liste genommen und es gibt in dieser Liste ein paar sehr kuriose, nur asiatische Spiele, die nur im asiatischen Raum erschienen sind. Die habe ich jetzt rausgefiltert. Also, willkommen zu den Flop 10 westlichen Gameboy-Spiele. Viel Spaß beim Schauen und die Quelle habe ich euch natürlich unten in den Kommentaren verlinkt. Viel Spaß! Double Dragon ist eine dieser altgedienten Arcade-Brawler-Serien und brachte so einige Teile und Crossovers heraus. Der dritte Teil auf dem Game Boy ist jedoch absoluter Mist. Wie man das Kampfsystem nach so vielen Teilen so sehr verhauen kann, das macht mich echt ratlos. Es macht einfach keinen Spaß. Ihr werdet immer zum Boden getreten und gerät schnell in einen Lockdown. Spielt lieber die anderen Teile, bitte. Noch ein Spielhallen-Hit, der auf die Heimkonsolen gebracht wurde. Und wieder, also, eieieiei. Die Super Nintendo-Variante hatte ich ja schon mal im Test und die schnitt durchaus solide ab. Es ist einer dieser vielen Top-Down-Shooter, in dem ihr mit dem Finger auf den Dauerfeuerknopf durch Gegner fliegt. Aber die Gameboy-Version, oh je, ihr seht es ja selbst, da wurde nicht der Hauch von Liebe reingesteckt und technisch ist es einfach nur grausam. Die erste Filmumsetzung hat sich jetzt in diese Liste gemogelt. Leider kann ich das Spiel nicht mal ansatzweise mit dem durchaus ordentlichen Film mit Arnold Schwarzenegger mithalten. Die Super Nintendo Version hatte ich ja schon einmal in meiner Quetzig-Serie behandelt und das zu Recht. Leider schneidet die Gameboy Variante noch schlechter ab. Komische Steuerung und seltsame Grafik quälen euch beim Spielen. Natürlich darf in dieser Liste nicht auch zumindest ein Sportspiel fehlen. Diese Ehre gebührt dabei NHL 96. Vor allem bei der Übersichtlichkeit kränkelt das Spiel enorm. Und ich frage mich echt, wer das so abgesegnet hat. Guckt euch nur mal die Framerate an. Wenn man es mit meinem persönlichen Eishockey-Lieblingsspiel Blades of Steel vergleicht, liegen da echt Welten dazwischen. Wayne's World ist ein absoluter Kultfilm. Was erwartet ihr von einer Videospielumsetzung dazu? Genau! Ein Plattformer, in dem ihr gegen böse Instrumente kämpft. Gemischt mit schlechter Technik. Wie? Das fällt euch nicht zuerst ein? Mir ehrlich gesagt auch nicht. Echt schade, was für ein Machwerk hier mit dieser tollen Lizenz vollbracht wurde. We'll be right back.
Wenn ihr im Duden unter dem Begriff langweiliger Action-Side-Scroller mit schlechter Technik nachschlagt, bekommt ihr ein Bild von Toxic Crusaders. Ihr lauft einfach lieblose Landschaften entlang und ballert auf Gegner, die links und rechts von euch erscheinen. Hat das irgendwer mal auch auf Spaß getestet? Irgendwer? Pit Fighter war ein großer Spielhallen-Hit und nutzte ähnliche Technik wie Mortal Kombat, da es auf abfotografierte Sprites setzte. Ein großer Erfolg in den Spielhallen muss natürlich auch Ableger für die Heimkonsolen herausbringen. Hier war aber quasi keine Version brauchbar und besonders auch die Gameboy-Variante. Ich meine, schaut es euch einfach mal an. Ich glaube, ich muss hier nicht viel dazu sagen. Noch so eine seltsame Filmumsetzung. Auf dem Cover lächelt euch eine attraktive Comicfrau entgegen. Aber was passiert, wenn ihr das Spiel in den Gameboy einlegt? Ihr bekommt nichts davon. Stattdessen steuert ihr eine krümelige Figur durch 2D-Level, sammelt Sachen ein und fragt euch, was das soll und was ihr überhaupt machen sollt. Ein Gameboy-Spiel basierend auf einem Stephen King-Roman. Okay, das könnte ja ganz gut werden. Damit könnte man arbeiten. Uns erwartet hier jedoch ein quasi Port der Super Nintendo-Version und die war schon nicht wirklich gut. Durch den Port wird es dann noch schlechter. Es gibt Action-Side-Scroller-Elemente und seltsame 3D-Abschnitte. Alles garniert mit einer komischen Steuerung und schlechter Technik. Der erste Platz geht an Swamp Thing. Das Spiel ist echt mies und macht im Prinzip so gar nichts richtig. Basierend auf der DC-Comic-Vorlage steuert ihr das Ding aus dem Sumpf im Sidescroller-Manie durch die Level. Leider ist im Prinzip alles schlecht umgesetzt. Die Grafik ist mies, Steuerung komisch und der Sound erst. Dieses Spiel hat sich diesen Platz redlich verdient. Thank you.